damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von God of War. So. Blut, Blut. Dann gehen wir in die... Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Tja, die werden wohl gleich offen sein. Oder zumindest demnächst. Ah, es gibt kein Spiegelbild. Das ist schade. Dich bereit. Was? Wir brauchen Heilung, sehe ich gerade. Uiuiui. Hoffentlich war es das wert. Der wäre hier aber wahrscheinlich irgendwann von den Pflanzen aufgefressen worden, ne? Nee, irgendwie war es das nicht wert. Ah, doch. Jetzt? Was nicht funktioniert? Muss ich nochmal ausprobieren. So. Und dann. Ah ja, das mal. Der macht nicht beide gleichzeitig. Das ist blöd. Da müssen wir mal wirklich ein bisschen... Jetzt hat er gar keinen gemacht. Ah, jetzt. Tiazis Klaue, schwerer Runangriff. Ah, okay. Was die können, interessiert ja. Steht da zwar, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich nicht die Werte sehe. Ob es jetzt auf Stärke gehe oder so. Da kriegen wir es noch nicht auf. Oder vielleicht kriegen wir es auch nie auf. Wer weiß. Konzentrieren, Junge! Ja, toll. Diesmal ging es schon besser. Ich sollte nicht so oft so viele Pausen machen zwischen den Aufnahmen. Und vielleicht auch länger. Aber man gewöhnt sich ja auch so langsam an die Steuerung. Mhm. Das
erste blaue Zeichen hatte ich schon gesehen, es ist dahinter. Mal gucken hier nochmal kurz. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, ob das hier hochgeht oder ob irgendwas runtergeht. Ah, ciao Junge. Also. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Ah, okay. Ich habe schon kurz gedacht. War der? Ah, egal, jetzt immerhin noch eine Truhe. Ja. Wir können immer so bei Brock und Sindri wahrscheinlich. Also, was heißt wahrscheinlich da? Werden wir immer mal so unsere Ausrüstung checken. Es sei denn, wir kommen irgendwo gar nicht weiter. Gefällt das nicht, dass ich die Truhe zurücklasse? Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Ah, okay. Ich kann dann ruhig erstmal wieder hoch. Gefällt das wirklich nicht, dass wir jetzt weitergehen, obwohl da noch eine Truhe ist. Ich sehe auch nicht, wo wir hier weiterkommen sollen. Mach aber nicht den Jungen dafür verantwortlich. Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Ja, das hast du recht. Und da auch. Aber er hat trotzdem den Spartas Rage aufgebraucht. Toll.
kommen wir nicht weiter. Da momentan glaube ich auch nicht. Mal gucken. Was hängt denn das? Gut, dann müssen wir hier wohl weiter. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Geht's weiter. Was ist, wenn ich den Hebel betätige? Kann ich noch nicht. Okay. Da die ganzen Viecher in den Käfigen sind, denke ich sowieso, dass das hier noch der Rückweg wäre. Kommen wir hier überhaupt weiter? Ja. Mehr davon. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Und jetzt? Da komme ich dann so nicht hoch, ne? Ich sehe gerade nicht, was ich machen muss. Hab ich den Jungen gerade runtergeschubst. Nichts. Wo ist es? Ah. Oh, ja. Scheiße. War hier gerade noch, wo ist er? Aufgegeben? Gold werden.
bist noch nicht effizient, Junge. Also, da ist es. Alte Wache, Junge. Oh. Das war ein guter Kampf. Du frierst dir zuerst ein. Gut. Aber bestimmt sind doch jetzt das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Denkst du? Wie komme ich da rein? Da ist Loot. Mach mal die Tür auf. Da auch. Da sehe ich irgendwas. Die blaue Tür, wir sind da. Das Licht von Alfheim. Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen. Ja, das ist in der Tat. Die Tür, da ist kein Schlitz. Was? Wir haben ein Problem. Ich weiß nicht. Fass mal an. Diese Türen öffnen sich nicht. Hallo? Verstehe ich nicht. Wozu dann die Tür? Hallo? Komm, wir suchen einen anderen Eingang. Mhm. Schon wieder der Zwerg. Sindri? Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Hey Sindri, siehst du dir das mal an? Ehrlich? Ich habe im Moment sowieso nichts zu tun. Oh, oh, ihr habt einen Vergessenen getötet? Ja. Was? Schwierig? Ja. Ist das alles, was ich bekomme? Ja. Ich dachte gerade ganz kurz so, hä? Bricht das Spiel gerade selber die Dialoge ab, aber nein, tut es nicht. Es ist einfach Kratos. Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschung. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie. Ah, oh, na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte, Mathurin Semgengur Egin Vegumhans. Gengur Ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Sindri. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht.
Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern, aber die meisten wollen einen umbringen. Ja. Es geht mich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Vielleicht ein wenig. Naja, ist ja dein Hals. Sindri? Warst du schon immer so... Peinlich? Ha, das wünschte ich. Nein, ich war genauso unhygienisch wie alle Zwerge, bis mich eine Warnenhexe aufgeklärt hat. Sie fand mit ihrer Magie heraus, dass auf allem, das uns umgibt, Millionen von winzigen Tierchen sind. So klein, dass man sie nicht sehen kann. Nein. Es stimmt. Und wenn sie in dich hineingelangen, machen sie dich krank. Aber die Hexe sagte, es gäbe eine Holzart, Eiche, die als natürliches Abwehrmittel verhindert, dass sich die Biester vermehren. Darum mache ich nur noch Eichengriffe. Siehst du, ich denke an alles. Genug davon. Zurück an die Arbeit. Warum ist Brock blau und du nicht? Junge. Ach, schon gut. Sogar eine sehr gute Frage. Weißt du, mein Bruder ist nicht so sorgsam wie ich. Halt dich fest. Er benutzt bei der Arbeit mit dem Metall seine bloßen Hände. Keine Handschuhe. Er sagt, nur so könne er hören, was das Metall werden will. Wenn du zu viel Rohsilber anfasst, wird deine Haut irreparabel verändert. Das heißt für immer. Sprich ihn aber lieber nicht darauf an. Du weißt ja, wie empfindlich er sein kann. Das ergibt wohl Sinn. Sindri, warum verträgst du dich nicht mit deinem Bruder? Ich? Mit ihm vertragen? Weil er ein Dickschädel ist, der sich niemals ändert. Weil er schreckliche Dinge über mich sagt. Nur weil er unsicher ist, was seine Arbeit angeht. Die, ich versichere euch, nicht gut ist. Weil er mir die Schuld gibt für etwas, wofür ich nichts kann. Hä? Für was? Entschuldige mich bitte. Ich muss mich sammeln. Bereit und bereit. Alles klar. Das war mal viel Gespräch. Oder fehlt uns noch Geld? Für alles fehlt uns Geld. Wir brauchen Geld. Gut, dann wird eben erstmal weiter herumgestreunt. Ja. Hier lang. Mal etwas übersehen. Hier ist noch eins. Hier ist eine Zauberin. Ihr Name ist Groa. Sie hatte Vision. Wollte Odin ihr Buch? Ich glaube, das war die Hexe, die Odin sagte, dass er sterben wird. Wieso steht hier nicht? Da steht halt nie was. Einfach nur, dass es zum Auftrag gehört. Mich ärgert das mit der Truhe, das beschäftigt mich gerade die ganze Zeit. Wir sind drin. War klar. Voll unbeeindruckt schon. Come on.
Ey, der hat doch voll getroffen. Hacksilber. Hier wird mit Hack gezahlt. Wieder eine. Ah, doch. Womit die wohl verbunden sind. Ja, das freut mich auch gerade. Ah. Das gerade. Da hat sich gerade eine Rune aufgeladen. Verdammt, ich hätte mal das R3 nehmen sollen. Ich hätte gerne mal gesehen, was da passiert. Wow! Das ist mal beeindruckend. Und wieder so ein Ding, was ich nicht... wo ich nicht sehe. Ausreichend. Gehen wir mal rüber, vielleicht sehen wir da. So. Jetzt wieder rüber. X schließen, ey. Das ist so seltsam. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Da, das Licht. Sie haben es mit dem Zeug bedeckt. Aber wozu denn? Da, noch ein Lichtalb. Was macht er? Oh nein!
Wieso töten Sie ihn? Er hat nichts getan. Urteile nicht vorschnell. Du siehst das Ende eines Krieges, Junge. Du kennst den Hintergrund für diese Tat nicht. Er hat sich nicht mal verteidigt. Das war seine Wahl. Wir treffen unsere. Das Licht ist nahe. Suche einen Weg hinein. Folge mir. Ah, okay, wir gehen da rein. Direkt hinter dir! Da, Vorsicht! Waren ziemlich schwach. Ja. Aber. Pass auf, noch nicht bereit, leider. Nani Uta! Stellt alle Wege wieder her. Ja. Und wir stoßen trotzdem auf viel zu wenig Gegenwehr.
Krater. Kommen wir da durch? Das sieht zu schwer aus. Vielleicht finden wir das nicht noch woanders. Nein, gib mir einen Moment. Okay, ich muss die... Hä? Wie soll ich das denn hinbekommen? Ich müsste alle gleichzeitig, aber das ist gar nicht so. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollten. Sei still. Aber wie es hier weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin.